Was ist Werbung? Wieder so eine tückische Frage. Zwei Möglichkeiten hier anzusetzen. Einmal, statt des Hilfsverbs ein Vollverb zu wählen. Was bewirkt Werbung? Will Werbung erreichen, zum Beispiel? Oder hier sich eine Brücke zu bauen, so eine Art Synonym oder irgendwas Ähnliches. Werbung ist, ich nehme diesen Weg, gezielte Beeinflussung. Von Menschen. Man kann auch sagen, Menschen sollen durch Werbung gezielt beeinflusst werden. So kann man es auch ausdrücken. Werbung ist gezielte Beeinflussung von Menschen. Durch was? Durch bestimmte Mittel und bestimmte Träger. Ja, ich erkläre das gleich noch ein bisschen genauer. Damit die Menschen sich zielgerecht meint das Werbeziel, verhalten. Ja, Werbung hat ein Ziel. Und Menschen sollen sich zielgerecht dann verhalten. So, jetzt müssen wir noch definieren, was sind denn bestimmte Mittel und bestimmte Träger? Fangen wir mal mit den Trägern an. Es gibt für Werbung sehr, sehr viele Medien, die Werbung transportieren, die Werbung tragen. Das Fernsehen fällt einem vielleicht immer noch als erstes ein, aber auch das Radio, die Bannerwerbung im Internet. Die Plakate, heute überwiegend digitale Plakate, die man sieht, wenn man sich eine Innenstadt anschaut und so weiter und so weiter. Das sind die Träger. Ja, das sind die Medien. Man könnte also auch sagen, durch bestimmte Mittel und bestimmte Medien statt Träger. Und was sind bestimmte Mittel? Nun, das sind die Botschaften. Das ist die ganze Palette, wie man Werbung macht. Also man könnte auch sagen, gezielte Beeinflussung von Menschen durch bestimmte Botschaften, ja, oder bestimmte Inszenierungen. Ja, hier geht das Ganze, wie macht man eigentlich eine gute Werbung? Ja, das Kapitel geht hier los. Durch bestimmte Botschaften und bestimmte Medien zu wirken, damit die Menschen sich so verhalten, wie das Werbeziel es definiert hat. Das ist Werbung, ja, kurz formuliert. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.